Herzlich willkommen zu meinem Vorbekannten. Was mit dem Marsch? Wir werden in unser Feld fahren, 18 und die Tachen. Die Tachenlage und die entsprechend düngen. Feld 13 ist fertig. Das war die Melle mit blockieren. Weil der Fischberg fertig war. Jetzt fahren wir auf Feld 13, auf Feld Nummer 18 und düngen unsere Kartoffeln. Das macht der Eva alleine, zum Glück. 48 wird gerade gedüngt. Tiere nur noch versorgen, irgendwie heute. Mal sehen. Schauen wir mal. Wollen wir das schaffen? Schauen wir nur noch im Gras, ob da entsprechend gewachsen ist. Da mähen können. Wegen Heu. Da müssen wir schauen im Wetterbericht, ob wir Regen erwarten. Bisher war trocken gewesen. An sich nicht so gut. Zu trocken ist nicht gut. Zu nass ist nicht gut. Platz brauchen wir Wasser. Ist ja so, ne? Ohne geht nicht. Bäume wollen wir noch pflanzen. Und normalerweise pflanzt man im Sommer keine Bäume. Nicht zu empfehlen, weil zu trocken. Da fahren wir durch. Aber ja, gut, machen wir hier eine Ausnahme, ne? So, das ist Feld 18. Wenn wir den alten Feld löschen, dann machen wir einen neuen. 2. Dann haben wir hier den Feldkurs. Keine Probleme. Zurück. Dann gehen wir auf Speichern. Düngen. So. 18. 30. Wieder. Speichern. Einstellen. So, dann läuft halt auch. Die 48 läuft auch, oder bis was fährt. Von der 13, den kann man zurückfahren lassen. Erstmal schön einklappen, ne? Mal sehen, wo den Punkt findet. Vom Feldrand. Da anstrichen oder hin. Wenn das so schnell ist, so wie jetzt, war das nichts. Ja, da kommt dann Julia, das ist eine Kante irgendwo. Ja, das ist ja dann auch nicht vorgesehen normalerweise. So, das sollte ich hab's auch nicht. Und daran ist es schwer, von dem Schritt zu folgen. Und jetzt geht's. Gut. Denn wir müssen mal gucken, ob mit dem Wald düngen. Der fährt zurück. Der arbeitet. Weitere Mission? Na, nix. Gut, so lang aus. So, vor jetzt. Achso. Was hier irgendwo ist er. Schnell die Bäume in die Erde einkriegen. Ja, alles auf einmal geht nicht, aber. Halt viele Sachen einmal, ne? Ist ja leider so. Von nichts kommt nichts. Die nächsten Bäume müssen gepflanzt werden. Weil das dauert ungefähr, weiß ich ungefähr, das dauert 7 Jahre dauern, bis die ausgewachsen sind. Und jetzt nur mal rechtzeitig pflanzen, ne?
Sonst haben wir Pech in diesen LS. Weiß ich. Deswegen auch die Folge mehr. Ich meine, sonst wird auch nichts hier mit. Jetzt werden wir einfach mal hier die Reihe anfangen. Das heißt, erstmal runter. So. Runter. Da wollen wir nach hinten gehen. Okay. Den nächsten auch aktivieren. Pflanzen. Abstand. Zwei Meter ist zu kurz. Dicht. 5 Meter. Brauchen wir gerne erzielen, glaube ich. 2 Meter. Kann es auch 5 Meter sein? Ah, die eine Reihe. Eieiei. Das war auch 2 Meter. Ja, werden wir sehen, ne, ob die erste Reihe auch entsprechend nachher groß wird. Ah, hier sind 5 Meter. Das mit Abstand. Ups. Kollege ist angekommen. Machen wir gleich. Ich muss eh ein Fahrzeug holen für. So, 2. Ich glaube, da pflanzen wir noch nicht eine Reihe. Und aus. Wenn wir uns ein Bad besorgen. Beziehungsweise mal gucken, wo er ist. Ja. Das ist der LKW, den wollen wir nicht haben. Wo haben wir den? Gras haben wir gucken. Gras. Normalerweise Gras. Bodenbeschaffenheit. Feldfrüchte. Gras ist aktiviert. Wachstum, also wir müssen auch mal Gras düngen. Unsere Felder sind, Grasfelder sind mähreif. Also mähreif. Das heißt, sitzen gerade einen drinne. Alt ist, was macht Seasons, Wetter? Mäßig. Regen. Heute ist schön. Shit, sag mal so. Shit, Regen. Schlecht. Das heißt, heute Nacht 0 Uhr ist Regen. Oh. Wir werden anders tun. Wir werden eine Heutrocknungshalle uns bauen. Dann haben wir keine Probleme. Das heißt, wir müssen auch Schwatt mähen. Ja, das ist so. Das ist natürlich sehr ungünstig. Im ganzen Frühjahr haben wir keinen Regen gehabt. Jetzt kommt morgen Regen. Ja. Ist eingestellt, Ablage spart. So, wir werden mal hier mal was berechnen. Feldmodus 21. 2 Bahnen. Neun Meter. Normalerweise sind 10, aber das ist ganz okay so. Ein Fahrzeug reicht. So eng, 9 Meter. Sieht komisch aus. Ist aber so. Den Kurs. Oh, das ist nicht gut. Damit auf 0 sein, auf 0.
Jetzt geht er irgendwo hin, wo er nicht soll. Ne? Jetzt haben wir Probleme. Ersten Wegpunkt. So, das sieht gut aus. Den speichern wir ab, da fällt nur eine 20. 20. Nee, ja. Fällt. 21. Ja. 21, Junge. 21. Das. Kleinschein, Kleinschein. Lettklemmschein. 21. Was? Mähen. Auf. Quatsch. Das ist ganz wichtig. Wenn wir später beim Sammeln ein Programm haben und auflanden. So. Ich bin gerade so in die Ecke. Gut, halbe Stunde. Heißt. Die nächsten gleich auch aktivieren. So, vorne. X ausklappen. Randfahren zur Wiese, zum Feld oder Wiese. Das ist ja eigentlich Feldstatus alles. Jetzt hier Kurs. Feldarbeit. Den machen wir sofort alles auf Null. Und es gibt Null, nicht weiter. Es gibt Probleme. Ich meine, wenn der nächste Kurs auch so berechnet wird oder kopiert wird, ist es okay. Ansonsten irgendwo kommen wir irgendwie am Rand in Probleme, weil der im Prinzip Kursgenerierung für 23. Zweimal. Ja. 1,50 Meter oder 1 Meter immer mal. Ich nehme Standard 1 Meter. Ich kann es ja 10, aber halt. Ne, 9. Da wird er eine Kurve entsprechend auch gut hinkriegen. So. Speichern, Feld, 23, Ort, wählen, Gott. Sei gut zu sehen, dass wir jetzt ein Fahrzeug kriegen, der ist eine einsammelt. Wir müssen mal sehen, unsere wie sind Nummer 23 oder 26, 36, Entschuldigung, düngen. Naja, ein paar Bäume mehr gepflanzt. Bis zum Thema, was wir alles machen wollen, ne? Ja, da haben wir unter anderem die Bäume hinfahren. Ein paar Dinger, die wir haben. So, der geht zu Wiese. So. Aber auch. Da bekommen wir keine Kollision. So. Befüllung. Rest rein. Und dann geht es zu Wiese Nummer 36. Wenn wir da. Es dauert noch was wächst, heute nicht, aber die nächsten Tage. Vielleicht einmal bilden können. Dann werden wir eine gute 3 haben. So. Da geht's zu und jetzt geht's zur Wiese Nummer 0. Der wollen anderen nehmen können, ne? Der gerade da steht, ne? Ja, gut, okay. Einer fertig. Bestimmt der von der Kartoffelacke. Da fahren wir gleich selber. Naja,
gerade auf, wieder links, dann wieder rechts. Dann machen wir eine Heutrocknung, mal schauen, wo wir die hinstellen. Am Hof? Könnte man, ne? Dann machen wir ein Crossplay. Machen wir ein schönes Crossplay. Das geht am besten, denke ich mal. Aber erst mal mähen. Mähen. Das dauert ein bisschen. Ich habe Angst hier und direkt abgehen hier mit Last dran. So. Gleich wieder rechts. Da sind wir. Ja, fast. Ich wollte sagen, verkehrt, nee, das ist richtig hier. Die 23 ist ja schon ein Fahrzeug mit Mähen beschäftigt. So. Müsste eigentlich im Kurs gefeigert sein. Müsste. So, wir haben eine Pflegebereifung. Das heißt, Düngemodus. Alpenkurs löschen. 36, Feld 36. 38. Haben wir. Da Stoppschild. Wo fängst du an? Mittendrin, ne? Das glaube ich, das Gleiche. Macht nichts. Kann er ja fahren. Das war aber ein nächster Traktor. Heißt Traktor einen relativ starken Traktor, das LKW. Den können wir dafür nehmen. Den umrüsten auf Normalbereifung. Haben wir schon einen Sammelwagen gehabt? Ja, haben wir. Aber nehmen wir immer eine Bereifung. Das finde ich dann schwach. Dann nehmen wir Standard oder Breitreifen, je nachdem wir lustig sind. Gewicht haben wir auch da hinten zu liegen. Dann können wir gleich reparieren. Konfigurieren, also er hat einen starken Motor mit Gewicht, dann nehmen wir nicht gerade. Breitreifen ist gut für ein Feld. Kosten 1000. Schön waschen. Ja, was wir hier sind, ne? Lohnt sich zwar nicht, aber gut. Ich habe mir hier einer gesagt, hier schmutzig. Ein paar Videos gesehen von einem Agritechniker, da haben die schon Traktoren ohne Fahrerkabine. Junge. Outreißer ihr grüßt und hier Crossplay. Der Bauer mit dem Tablet daneben stehen und alles programmieren. Der Funk. Und dann macht er seine Arbeit. Normalerweise. Tank reicht aus. So, da haben wir einen Sammelwagen. Den wollen wir nämlich haben. Ja, dann wollen wir noch die Heu trocknen bauen. Und ich weiß auch nicht wo. Eigentlich ist es sinnvoll im Hof. Aber im Hof ist es ungünstig, weil man sieht, wie groß das Ding ist. Da hätte ich lieber die Tiere und die Hallen für die Fahrzeuge. So. Schauen wir mal.
Das ist der verkehrte Modus. Gebäude. Denn hier ist nämlich Rundballlager und so. Ja, das ist gut. So, liebe Zuschauer, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Das ist einmal Tschüss und Winke, Winke. Ciao, ciao. Und hört und sieht sich vielleicht zur nächsten Folge. Tschüss.